gibt diesen Archäologen, diesen Plinius aus der Jetztzeit, der die Hauptfigur ist, und dieser Magier in Pompeji, der diese Stadt, sag mal, beherrscht. Dann spielt ein Liebespaar noch eine Rolle, und um dieses Hin und Her geht diese ganze Geschichte. Es hat Elemente von fast allen Musikepochen, auch wenn man die auf den ersten Blick nicht hört oder wahrnimmt. Aber ich spiele mit Skalen, ich spiele mit verschiedenen Stilen, die immer angedeutet reinkommen. Das ist ein magischer Moment, wenn man diese Melodien, die man vorher nur oft auf Noten gesehen hat, plötzlich übers Klavier lebendig werden, wenn die Figuren lebendig werden. Aber ich freue mich natürlich jetzt in dem Rahmen auf dieser Bühne, was dieser teils auch sehr junge Cast, aber sehr interessante Cast und gute Cast daraus zaubert. 2000 Jahre. Die Asche ist noch heiß. 2000 Jahre an den Polen schmilzt das Eis. 2000 Jahre Katastrophen überall. 2000 Jahre, wann kommt der nächste große Knall? Es gibt natürlich sehr effektvolle Figuren, wie zum Beispiel den Magier. Was? Die Erde bebt! Und das sind natürlich immer Herausforderungen, wenn man so Fieslinge hat und muss irgendwie gucken, wie kriegt man hin, dass die Menschen Menschen bleiben. Und das ist bei so jemandem wie dem Magier natürlich spannend und eine große Herausforderung, dass man sagt, wo kommt das her, dass der so ist, wie er ist. Doch die Träume des Magiers werden unaufhaltsam in Erfüllung gehen. Denn dumme Köpfe bieten alles an, was sie nicht sofort verstehen. Und diese Narren glauben fest daran, durch mich ihre Zukunft zu sehen. Nur zu. Die Träume des Magiers werden immer in Erfüllung gehen. Mir gefällt auch die Liebesgeschichte gut bei Ione und Glaukes insofern, als dass sie nicht so einfach ist. Wenn Gedanken sich treffen wie Wolken am Himmel. Das ist so ein schönes Geschenk. Schau mal hier. Dann sind wir ganz sicher füreinander gemacht. Und da entsteht plötzlich was ganz Zartes. Da geht es plötzlich um Poesie, da geht es plötzlich um Ovid, da geht es plötzlich um so ganz andere Dinge, und es ist plötzlich wie zwei kleine Kinder in diesem Duett. Gedanken und Träume, sie spinnen Gefühle und flechten aus Sehnsucht und Fantasie verhüllte Bilder, verschleierte Worte, kein Stoff, der uns anzieht. Die Poesie. Erstmal finde ich die Geschichte von Pompeji total spannend, und eigentlich ist es total spannend, mal eine Handlung an diesen Ort zu versetzen, weil wenn man das so liest, wie das passiert ist, dass diese Stadt unter diesem Vulkan quasi so begraben wurde und alles Leben so ausgelöscht wurde, man fragt sich natürlich, was ist die Geschichte der Menschen, die da gelebt haben. Wir pfeifen auf Moral, es zählt politisches Kalkül. Da intrigiert man, manipuliert man. Wer unbedingt nach oben will, der braucht kein Zartgefühl. Pompeji, du bist überall. Immer noch dieselbe Glut, immer noch dieselbe Glut. Die ganzen Mythen und Legenden, die sich ja um den Vesuv drehen und den Untergang von Pompeji, und das Ganze eben zusammengepackt mit so unterschiedlichen Charakteren und so ganz unterschiedlichen Farben und Nuancen, die aber alle einen gewissen Nenner haben. Sie finden sich eigentlich letztendlich alle auf einer sehr menschlichen Ebene wieder. Und das ist gerade das Spannende, zu sehen, dass
je größer der Unterschied zwischen den Menschen ist, desto gleicher ist das Motiv, warum sie wie handeln. Diesmal wird er mein sein. Ein Schluck hiervon und schon dreht sich die Welt. Und ich muss niemals mehr allein sein. Bald werde ich die eine sein, die er für immer in seinen Armen hält, die mehr als alle anderen gefällt. Und bald schon wird er mein sein. Viel schneller schon dreht sich für mich die Welt. Und ich muss niemals mehr allein sein. Oh, bald werde ich die eine sein, die er für immer in seinen Armen hält, die mehr als alle anderen gefällt. Sehr offene, sehr nette Kollegen und ich habe sehr gern, der Regisseur ist toll, der hat sehr, sehr viel Energie da reingesteckt, was ich sehr bewundere und ich mochte die Arbeit sehr. Wir hatten auch sehr lange Tage und sehr kurze Nächte, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Man hätte gerne noch mehr natürlich agiert, weil das Stück ist so groß und dramatisch und mit der Musik und es passiert so viel und es war eine ganz spannende Erfahrung. Gerade diese Lesungen, die sind auf der einen Seite sehr stressig, weil man in sehr, sehr kurzer Zeit das Material lernen und dann vor allen Dingen umsetzen muss. Auf der anderen Seite macht es wahnsinnig Spaß. Man wächst mit den Leuten zusammen, mit dem Stoff zusammen und da muss man nicht groß überreden. Es ist eigentlich eher eine Ehre, dass man dabei sein kann. Im Moment ist es einfach nur, es ist jetzt einfach mal musikalisch aufgeführt worden, eine Lesung. Und jetzt sind wir eigentlich alle gespannt, wo das hinführt und was daraus jetzt wird. Die Liebenden sind wieder vereint und Glaukus verzeiht auch Nydia. Der böse Magier ist im Kerker und Crassus wird aufgrund seiner weisen Richterschaft trotzdem zum Prätor gewählt. Alles scheint gut. Ich war total begeistert, das Publikum hat ja gut mitgemacht und war ja, glaube ich, auch begeistert. Und ja, jetzt fällt erstmal so ein bisschen der Stein. Ganz tolle Leistung von allen Beteiligten. Ich weiß ja, in welcher Zeitnot sowas erarbeitet wird und das fand ich ganz großartig. Ich fand es spannend zu sehen, wie dieser erste Durchlauf funktioniert und auch so mit einem Ohr nach hinten zu hören, wie das Publikum darauf reagiert. Das fand ich sehr spannend. Eine Geschichte, die es so auf der Musicalbühne, glaube ich, noch nie gegeben hat. Spannend, sehr verwickelt die Geschichte. Toll erzählt, wunderbar interpretiert, ganz toll gesungen. Ich hatte einen ganz tollen Abend. Mein Gott, das sind alles nur Ohrwürmer, das ist alles nur geile Musical-Sachen. Ich finde, die Musik hat enormes Potenzial, also die Kompositionen sind sehr stark. Ich hätte gern mehr Kostüme und ich würde gern sehen, wie ein Vulkan auf der Bühne explodiert. Natürlich, das Stück braucht eine große Bühne. Also entweder ist es groß oder ist es gar nicht. Der Vulkan bricht aus, heiße Lava wird Meter hoch in die Luft geschleudert und lässt den Himmel leuchten. Sekunden später setzt ein dichter Ascheregen ein und begräbt Pompeji unter sich. Die Liebe bleibt, ob das nun gut ist oder schlecht. Hey, du bist überall, in unseren Armen pocht dein Blut. Du scherst dich nicht um Raum und Zeit. Dein Kino heißt Vergänglichkeit und unter unseren Füßen pocht immer noch dieselbe Glut, immer noch dieselbe Glut, immer noch dieselbe Glut.